Nachträgliche Verbindungen zum Mauerwerk werden mit Dübel realisiert. Welches Dübelsystem zu verwenden ist, hängt vom jeweiligen Ziegel und der einzuleitenden Last ab. Für hohe Lasten, wie zum Beispiel Küchenschränke, eignen sich Injektionsverankerungen. Zum Bohren im Ziegelmauerwerk muss man scharfe Hartmetallbohrer verwenden. Wichtig ist, nur die Drehbohrung einzustellen. Das Schlag- und Hammerbohren ist nicht zulässig, da die hohe Schlagenergie die Steinstege zerstören kann. Anschließend das Bohrloch gut reinigen. Die Ankerhülse bündig in den Verankerungsgrund einstecken. Dann den Verbundmörtel vom Bohrlochgrund her blasenfrei verfüllen. Anschließend das Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken. Die Verankerung erst nach der vorgeschriebenen Aushärtezeit belasten. Nun können die Montageschienen für die Küchenschränke montiert werden. Zur Verlegung von Elektro- und Rohrleitungen im Mauerwerk werden die hierfür erforderlichen Schlitze und Aussparungen nachträglich erschütterungsfrei ins Mauerwerk gefräst. Starke, einschalige Ziegelwände geben Ihnen bei Fräsarbeiten statische Sicherheit, denn es verbleibt stets ausreichend Mauertiefe. Dennoch müssen die geltenden Normen genau eingehalten werden, um die Standsicherheit der Wand nicht zu beeinträchtigen. Öffnungen für Schalter und Abzweigdosen lassen sich leicht mit einer Bohrkrone herstellen. Dazu wird die Bohrkrone einfach auf die Bohrmaschine aufgesetzt. Zunächst an der gewünschten Stelle angebohrt und anschließend aus der Wand gefräst. Dabei muss der entstehende Bohrstaub abgesaugt werden. Die Schlitze zunächst mit einer Wasserwaage anzeichnen. Zum Schlitzen eignen sich Mauernutfräsen mit zwei parallel laufenden Diamanttrennscheiben. Bei diesen lassen sich Breite und Tiefe exakt einstellen. Die Fräse wird nun von unten nach oben am Mauerwerk entlang geführt. Die Stege, die beim Fräsen zwischen den beiden Nuten stehen bleiben, können im Anschluss mit einem Ziegelhammer problemlos ausgebrochen werden. Zum Setzen der Steckdosen wird Gips angerührt und die Wandung des Loches damit bestrichen. Dann drückt man die Unterputzdose so in die Öffnung, dass sie ca. 1 cm übersteht und richtet sie mit der Wasserwaage aus. Nun werden die Kabel in die Dose eingeführt und in die Schlitze verlegt. Schlitze und Aussparungen müssen sorgsam verschlossen werden, vorzugsweise mit Leichtputz. Nur eine luftdichte Gebäudehülle entwickelt ihre volle Dämmkraft und bietet einen hohen Wohnwert für viele Jahre.